Was kannst du zum Climben empfehlen? Spaß an League of Legends. Du wirst mehr spielen, mehr climben, besser werden, wenn du Spaß am Game hast. Das ist ein Game. Wenn du daran Spaß hast, wirst du deine Zeit als worth it einschätzen können. Und ja, spiel eine Rolle, spiel 3 Champions maximal und dann lerne diese Rolle. Versuch dir nicht unbedingt den stärksten Champion, was mechanically angeht, zu suchen. Du musst dich unbedingt den Riven perfekt beherrschen, um zu climben. Oftmals ist es besser, erst was anderes zu lernen. Ja, und dir da Mechanics quasi auf verschiedene Champions zuzulegen und erstmal ein paar leichtere Champions zu lernen, die dir League of Legends beibringen. Dann kannst du ein OTP werden von einem Champion. Sobald du K.O. mindestens Gold erreicht hast, kannst du meinetwegen Riven OTP. Und dann bam. Aber viele Leute verschwenden halt ihre Zeit damit, sehr viel von ihrem Gehirn zu benutzen, um Champions zu spielen. Und dann verlieren sie halt Chancen, ihre Gehirnkapazität zu nutzen, um League of Legends zu spielen. Weil sie so darauf fokussiert, dass sie richtig zum richtigen Zeitpunkt auf Riven Q drücken, dass sie nicht wissen, was sie auf der Map machen. Von daher, wenn du auf Garen Q drückst und dann dein Gehirn benutzen kannst, um League of Legends zu spielen, bringt dir das mehr bei im Sinne auf das Game selbst. Du wirst mechanically nicht insane auf Riven sein, aber du wirst das Spiel beherrschen. Oder schneller beherrschen. It's 100 times. Boah, Tolkien Elder Love Zack. Es wird nicht gut. Aber ich muss. Es ist meine Master-Promo auf dem Account. Im Jungle-Account. Also müssen wir griefen. Es ist so einfach. Ist auch ganz nice, auf Zed low zu gehen. Immer die zweite Blob erst einsammeln, nachdem ihr das zweite Weg gebrockt habt, quasi. Weil dann weniger Leben verbraucht. War mein mickriger Jump auf Level 3. Aber es ist kein Symbol, das macht mich schon ein bisschen. Oh. Das freut mich einfach sehr zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so richtig zum SKT-Fanboy werde mit der Zeit, aber keine Ahnung, mit jeder Season mehr. Ah. Oh, bad ATP. Wenn er kein Flash, habe ich jetzt erstmal vor Botnet wegwerfen eigentlich. Ich hätte früher realisieren müssen, dass das Ding spawnt. My bad. Kostet mich ein paar Sekunden, die ich Botlane diven könnte. Ich soll nicht von Botlane wegpuffen. Naja, ich hätte schon 5 Sekunden früher da sein können. Dann wäre ich on time für diese Wave. Das ist absolut my bad. Die Konsequenz habe ich bewusst, als ich zu spät drüber bin. Am Junge! Ich spiele meine Note, das ist trotzdem insane, auch wenn ich einfach auf Tempo war. Geiles Ding, Botlane. Perfekt. Man ist auch gut von mir, dass ich da bin, aber ich werde einfach zu später. Das ist ja der Punkt. Na, wir haben noch ein Botzer-Camp. Oder einfach beide. Muss ich helfen? Komm, ich will keine E ab. Bin jetzt okay. Ja, jetzt kann ich auch Recon ohne ein Item zu brauchen. Ohne ein Camp zu brauchen, Entschuldigung. Oh, das ist gleich der Hoken, Freund. Oh, ich zieh zusammen. Oh, ich bin so OP. Oh, I love League of Legends. Ah. Er flasht noch. Ah, ich bin noch bad. Nicht, dass er stirbt. Ah, ist ja so geil. Weil ich spüre richtig, wie viel mehr ich League of Legends genieße, wenn ich nicht Top-End spiele. Das ist einfach so sexy. Einfach Teil des Games. Seit Minute 1. Oh, es ist geil. Ich bin so OP. Ich hab Smite. Es ist einfach lovely. Oh, mein Movement. Einfach Spirit Visage. Meine Vayne wird eh immer Damage an mir machen, egal was ich kaufe. Was gut auf Zack. Einfach Spirit Visage, oder? Klingt einfach super. Ich hatte mal einen Teammate, der hat für ein ganzes Scrim sich beschwert, dass irgendwas seltsam ist. Und er wusste nicht was und es war awkward und oh, er konnte nicht spielen und dergleichen. Und er hat realisiert, dass was falsch ist, aber nicht realisiert, was falsch ist. Er meinte so, erst meine DPI irgendwie anders, das fühlt sich alles seltsam an, wenn ich mich bewege, bla bla bla. Und am Ende war es irgendwie locker 40 Minuten lang hat er rumgeheult und am Ende hat festgestellt, er hat slightly reingesucht gespielt. Und hat sich realisiert. Er war quasi, er hat slightly so gespielt, so ungefähr, ja. Seht ihr das? Es sieht jetzt schon abfuck aus. Good days, Leute. Good days.
Fiddlesticks ist Level 11? Aber ich bin 1000 Gold. Like, how is Fiddlesticks Level 11? What the f... Ist ja so ein League of Legends mal wieder. Ich bin Legendary. Ich bin OP. Der Enemy Jungler ist einfach ein Level über mir. Mit 3 Clippers Special, wenn ich 10 habe. Er ist sehr gerade Meta, sehen so oft in letzter Zeit. Ich glaube, er macht eine Menge. Ich glaube nicht, dass er Meta ist, aber er macht halt sehr viel Spaß. Aber ja, mir macht es eine Menge Freude und ich sehe den Champ noch relativ häufig. Also kann nicht komplett useless sein, aber ich würde nicht behaupten, dass er unbedingt einer der besten Jungler wäre. Gerade für die legendäre Einzelwarteschlange. What? Oh, er war doch. Er lag irgendwie in der Luft. Ich wusste nicht, wo ich hinziehen soll. Mom always said I was big for my age. Ja. Ist leider nur ein ganz bisschen mobil. Oh ja, und jetzt nochmal die nächste Wand. Was ist ein Fiddlesticks drin? Pick on someone your own size. Wo ist Talon? Oh, das ist nicht gut. Oh, wir gewinnen das, wir gewinnen das, wir gewinnen das. Oh, we don't win this. Oh, hat jemand TP für mich? Es will, rette mich. Call my name and save me from the dark. Let's get it, boys. Geil, kein 1000 Gold Shutdown für die Gegner. Soll ich mir Darkseid kaufen? Call my name and save me. Bit my blood. Okay, das müssen wir jetzt nicht singen. Nicht wie damals bei meinem legendären Twitch-Sing-Stream. Da habe ich aber echt gesmurft. Aber da habe ich auch nur Lieder gesungen, die ich kannte. Ach, ich wünschte, das wären meine linken Park- oder Billy-Tennis-Lieder damals auf Twitch-Sings gewesen. Aber es war nicht ein einziges. Aber immer ein paar gute Greenlight-Lieder. Und Imagine Dragons. Moin Meister. Und ist er ausgeflasht? Tschüss. Nice. Komm, Junge! Von der ist das schon in Ordnung, aber trotzdem frustrierend. Oh, warum ich den auf ihn rauf? Dass ich ihn CC'd habe. Zwar ist er da komplett als Madman gestorben. Oh, beide! Bam! Bam! Gib mir die Kills, ich hab Magi's! Fixer. Gib mir die Kills, ich hab Magi's! Warte, warte, warte. Macht Frostfire Gauntlet 6e Hitbox größer? Ja, oder? Die Hitbox muss auch größer sein, genau wie bei Urgot. Ja, oder? Actually ist ein Spell. Bei Urgot ist ja die Hitbox des Champions relevant. Ist ja die Hitbox des Spells relevant letztendlich. Mein Meister. Oh, Hilfe! Mama! 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 Ach, ich bin so OP, Mann. Gib mir. Oh, ich hab ihn gesmited, damit ich ganz gerecht. Oh, bam! Gib mir die Kill, gib mir die Kill! Ach. Leute, denkt doch ein bisschen ökonomisch an der Stelle. Wenn ihr mir Kills gibt, ist das mehr Gold wert. Weil ich sehe die roten Partikel gar nicht. Die Minis sind ja auch rot. Hey, meine Kills? Willst du uns rein, aber ich bin nicht mehr da. Oh, get slapped, Talon. Ich gewinne das. Ich bin Tolkien LOL. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe keine Major Sex verloren. Ich habe nicht mein Perfect Game gerade ruiniert. Ich bin gerecord. Da war erst ein Schluck Wasser. Oh, schalte Werbung. Naja, smart. Ey, ich bin einfach so fucking riesig. Aber es war eine Passive plus halt Frostfire Ground und dann nochmal oben drauf, logischerweise. Das Ding ist halt los. Ich bin nicht so insane tanky, wie mich Vayne hittet. Wenn ich Vayne hätte, dann bin ich nicht so ins... Oh, lass mich smiken! Ah, scheiße. Vielleicht ganz in Reichweite. Oh, sie war im Busch. Bleib stehen!
Oh, er ist geflasht. Denn er ist auch tanky. Oh, sorry, GG. Alright, Leute. 1-0 der Master-Promo des Jungle-Accounts. Can we make it? Can we do it? Aber wen honoren wir? Den Typen, der war eigentlich gut mit mir invaded. Hat Spaß gemacht. Also ich habe ja sogar teilweise nicht gut invaded und er hat auf mich warten müssen. Wieder beautiful. Let's go next. Really fast.